Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wow, wie hat sich das denn angehört? Meine Stimme ist einfach so richtig hochgegangen am Ende. War nicht geplant, tut mir leid. So, wir spielen auf der Map Cube World, Größe 4x5 und wir sind in Team Rot. Das ist doch gut. Und ja, Cube World, die Map mag ich ja sowieso generell sehr stark gerne. Am Anfang kann man hier auch spielen. Prima Betten rushen. Das ist echt das Stolzste überhaupt an der Map hier. Von Firma. So. Er zum Beispiel checkt überhaupt nicht, dass ich jetzt gerade angesprungen kam. Nun zu seinem Bett rennen werde und dieses Bett mir dann auch gehörig gönnen werde. Ja, ja, das war too late to apologize, mein Freund. So, falls ihr schon merkt, dass die Audioqualität sich ein bisschen verändert hat und allgemein meine Stimmlage, meine Stimmqualität. Dann ja, liegt das daran, weil ich mal auf einen Tipp von euch, unseren lieben Abonnenten, gehört habe, mein Mikrofon ein bisschen anders zu positionieren. Das werdet ihr in der nächsten Facecam-Aufnahme dann wahrscheinlich auch sehen. Also werdet ihr sehen, weil in der nächsten Facecam-Aufnahme ist es halt anders positioniert. Und ja, danke für den Tipp auf jeden Fall. Den Namen weiß ich gerade leider nicht mehr, aber du wirst dich wahrscheinlich angesprochen fühlen, weil du uns eben den Tipp gegeben hast, du weißt Bescheid. Und ja, danke für den Tipp. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie euch die neue Audioqualität gefällt. Weil von der Positionierung gefiel es mir vorher besser. Aber man tut natürlich nur das, damit es für seine Abonnenten am besten ist. Und das war mein Handy. Das ist auch super. So, hier war, ja, jetzt spackt der Box. Ja, der Box spackt auch. Vor allem spackt aber der Block so ein bisschen hier rum. Jo. Was nun, meine Damen und Herren der allzu leichten Unterhaltung? Was haben die denn da gebaut? Irgend so ein Weiß. Gelb habe ich doch gerade kaputt gemacht, das Bett. Da kann ich mir doch ganz easy einen Kill holen. Das ist ja prima. Ja. So einfach. Boah, frech. Das war frech, Team Grün. Also Team Grün, an eurer Stelle wäre ich ein bisschen vorsichtiger, was so das Töten von anderen Personen angeht. Würde ich jetzt mal so sagen. Oh mein Gott, jetzt gib mir doch hier mal so ein bisschen Bronze. Achso, da das Punkt. Nice Turm. Hast du echt spitze gemacht. So, weiter geht's, Leute, weiter geht's. Wir haben einen strengen Zeitplan. Das Bett von Team Grün wurde jetzt auch schon zerstört, was mich unglaublich glücklich macht. Ne, mach es nicht, weil den hätte ich, glaube ich, auch noch allein. Das hätte ich auch noch alleine kaputt gekriegt. Jetzt ist auch Rams YouTube online. Da bin ich tatsächlich sehr glücklich. Oh. Weil dann kriegt mein Video auch direkt wieder 10.000 Daumen nach oben. Nee, aber man sollte jetzt schon 60 nach oben sagen, so. Leute, 60 Daumen nach oben für Ramse HD und natürlich auch wegen mir. Das ist ja wohl ganz klar. Ja, mal gucken, ob ihr 60 Daumen nach oben schafft. Wenn ja, dann seid ihr echt geil. Also ihr seid generell geil, aber dann hättet ihr nochmal bewiesen, dass ihr tatsächlich die geilste Community of the world in Germany. Oh, das war ein bisschen unschön. Der hat irgendwie kein Knockback bekommen, kann das? Irgendwie, ne? Nicht wahr? Der Stoff. Unser Bett ist gerade abgebaut worden. Ich habe es gar nicht so richtig realisiert. Jetzt wird auch schon das Spiel verlassen von den ersten inkompetenten Boys. What the fuck? Er hat richtig getrickst. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ja, jetzt kommt der Boy doch da hinten wieder an. Ja, komm, den beefen wir hier. Der kassiert. Der kassiert. Gar kein Problem. Mein Mate ist dabei draufgegangen. Oh mein Gott. Bitte was? Moment. Ich habe ihn das zweite Mal runtergeschlagen und er ist einfach wieder oben drauf. What the fuck? Ich möchte mir den jetzt gerade mal ein bisschen angucken. War das der? Nee, it's crap. Da. So, mein Lieber. Mir ist eben schon wieder einer aufgefallen. Ich habe mal nichts gesagt, dass der krasse Hits verteilt. Aber jetzt. Der guckt. Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. Alter, Leute, das ist doch so witzlos, weißt du? Ich finde in jeder verkackten Folge mittlerweile einen Hacker. It's crap.
aufgenommen. Aber YOLO. Ich finde in jeder verkackten Folge mittlerweile einen Hacker. Ah, ne, einfach nicht. Ich schreibe einfach gar nichts mehr dazu. Ja, wir hängen einfach direkt eine Folge hinten dran. Alles klar. Was machen wir denn hier? Factory nicht, kommen wir nicht rein. Wir haben ja kein Premium. Aber Leute, es dauert nicht mehr lange, ja? Wenn ihr weiter so abonniert, dann dauert es echt nicht mehr lange, bis wir Premium haben können. Haut weiter rein, damit wir mehr Folgen Bad Wars produzieren können tatsächlich. So, Tippies. Ist nie so eine gute Idee. Weil ich immer einen dummen Teammate kriege. Wonderland kommt schon. Och Mann, China. Ach, scheiß drauf hier, Wild West. Gebt mir doch einfach irgendein Shit, ja? Einfach irgend hier. Ja, komm, die nächste Runde nehme ich, egal was es für eine Map ist. Ah, alles klar. Ja, gut, dass ich da reingezoomt habe. Das war sehr wichtig. Damit man auch jeden einzelnen Buchstaben erkennt, tatsächlich. Ja, keine Ahnung. Da. Tippies. Wow, das hat viel geändert an der Situation. Gerade hätte ich auf keinen Fall drin bleiben können. Oh ja, Leute. Welches Team wähle ich mir aus? Türkis. Türkis, Türkis, Türkis. Ich bin der Einzige jetzt in Türkis, weil der gerade das Spiel wieder verlassen hat. That's not nice. Dann werde ich wohl in Türkis bleiben müssen. Ach, ich gehe zu Team Gelb. YOLO Swaggy, die Baggy, das macht mir gar nichts. Dann gehe ich halt zu Team Gelb. Egal, das juckt mich nicht. Okay, ja, mal gucken, ob wir denn im gelben Team jetzt nasen können. Ramse ist übrigens nochmal in meinem Video drin. Das heißt, wir geben nochmal 60 Daumen nach oben und nochmal 60 Daumen nach oben, weil er nochmal aufgetreten ist. Nein, also, wenn wir 60 Daumen reachen würden, dann wäre es echt cool. Los geht's weiter. Hier, Tippies, go. Wegklatschen. Ende. Fertig. Mal gucken, wie lange wir es auf dieser Folge schaffen werden. Ach, auf dieser Folge, ja. Auf dieser Map. Wenn wir nicht lange auf dieser Map überleben werden, dann überleben wir halt nicht lange auf dieser Map. Es ging mir hauptsächlich darum, noch eine Runde hinten dran zu hängen, weil ich mal wieder in einer Runde mit einem fucking Hacker war. Ja, das ist echt, also ich weiß nicht, ob sich die Anzahl an Hackern proportional erhöht. Nein, okay, das war scheiße. Gelabert. Also ich denke, die Anzahl an Hackern erhöht sich drastisch, weil jetzt innerhalb von einer oder zwei Wochen in einfach jeder verkackten Folge einen Hacker zu haben, das ist doch einfach nur... Das ist crazy. Manche von euch schreiben, sie haben nie einen Hacker. Ich erwische einfach so viele, das ist unnormal, Leute. Und so macht das Spiel dann auch keinen Spaß mehr. Also, wenn man gerade nicht gesehen hat, dass es ein verkackter Hacker war, ich weiß gar nicht, wie der Hack hieß, auf jeden Fall wurde er immer wieder nach oben geklatscht, als er runtergefallen ist. Er konnte noch nicht mit den anderen Spielern da unten holen sich, weil er eben immer wieder... Oh mein Gott, er hat mich surprised, er hat mich so... das war's. Nice, vielen Dank für die Mithilfe. Ja, nice Zuckerboy. Am besten du lässt mich hier komplett alleine gegen die beiden. Das ist gar kein Problem. Dann ist er auch noch draufgegangen. Jetzt ist es doof gelaufen für uns tatsächlich. Ja, meine lieben Freunde. Das war's dann wohl von der Folge. Oh Mann. Oh Mann, that's not so cool. Okay, den müssen wir hier ein bisschen umtanzen. Mit dem guten alten, Torben-Tanz. Wer ihn noch nicht kennt, ja, der ist echt stilvoll und auch gewinnbringend, wie ihr seht. Also damit kriegt man die Gegner echt schnell down. Nein! Gib mir eine Bronze. Jetzt mach hier rein. Schnell. Danke. Oh, da ist schon der erste wieder. Junge, kauf dir schnell dein Ding. Kauf dir dein Ding. Boah, das gibt es nicht. Wie lange gekauft hätten für so ein verkacktes Schwert hier? Mann, das war's jetzt schon. Nice, GG, guter Mate. Spitze. Boah. Alter, ich hasse diese Zweierrunden. Das ist ja, komm hier, ja, fuck. So eine behinderte Scheiße. Mann,
Es geht ja einfach gar nichts mehr gerade. Ich glaube, heute ist einfach nicht mein Glückstag, Leute. Jetzt habt ihr mal zwei richtig behinderte Runden von mir gesehen. Ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen. Ich wollte einfach jetzt schnell was aufnehmen für morgen. Die Runden sind nicht hochqualitativ. Sie sind auch nicht gerade gut. Es tut mir leid, ich bin gerade echt nicht in dem Rhythmus drin, dass ich jeden Tag ein Video schaffe, wie ihr bemerkt habt. Es kam in den letzten zwei Tagen, oder vier Tagen, nur alle zwei Tage ein Video. Und wenn ich diese Folge jetzt nicht nehmen würde, wird das auch weiter so sein. Deswegen nehme ich die für morgen. Nehme da morgen für übermorgen, überübermorgen und überübermorgen auf. Und dann habe ich genug Zeit immer wieder für den nächsten. Also das, dann kommen wieder jeden Tag Videos. So wie ihr das auch gewohnt seid und so wie ihr das auch, denke ich mal, wollt. Naja gut, ich hoffe, es hat euch trotz dieser zwei Scheißrunden gefallen. Ich würde mich über eine positive Bewertung natürlich immer freuen. Gebt mir Feedback, wie die neue Audioqualität ist. Gebt mir Feedback, wie allgemein mein Unterhaltungswert ist. What the fuck. Heute nochmal ohne Facecam, aber ab morgen wieder mit. Was wollte ich noch sagen? Abonniert, um nichts zu verpassen. Checkt unsere anderen Sachen aus in der Beschreibung. Könnt ihr alles auschecken und draufklicken. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.